Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sage, dass wenn du diesen Winter statt Tag und Nacht auf TikTok rumswipen, einfach mal an dir selbst arbeitest, im nächsten Jahr 10-mal so stark, wie du jetzt bist, zurückkommen wirst? Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich 100% geil finden werden, aber nicht mit 99% durchziehen werden. Und genau deshalb startet der Winter-Arc auch jetzt und nicht erst am 1. Januar, denn für wirkliche Veränderungen an dir selbst brauchst du keinen 1. Januar und Neujahresvorsätze, die eh denn nur für 3 Wochen anhalten und du danach dann wieder in deine komplett alten Routinen zurückfällst. Nämlich jetzt, Winter, ist der beste Zeitpunkt, um wirklich an sich selbst und seinen Finanzen zu arbeiten. Selbst mein größtes Ziel diesen Winter ist nicht, meine absoluten top finanziellen Monate hinzulegen, obwohl ich dies eigentlich benötigte, um mein Jahresziel in Richtung Einkommen zu erreichen. Nämlich was mein größtes Ziel ist in diesem Winter-Arc ist, erfährst du währenddessen, ich dir die Top 5 Key-Elemente des Winter-Arcs vorstelle, dass wenn du jetzt beginnst, durchziehst, an dir, an deinen Finanzen arbeitest, nächstes Jahr allen anderen in deinem Umfeld 10 Schritte voraus bist und nicht so wie jeden Winter oder wie alle anderen zu Hause chillst, dich vom schlechten Wetter demütigen lässt und dir einfach denkst, boah, hoffentlich ist einfach wieder Sommer und du diesen Winter nutzt, um wirklich alles zu rasieren. Und damit würde ich sagen, ich schnappe mein Essen und es geht so direkt zurück an die Arbeit. Yo. All my L's, they come with a V. Yo, she and I fuck my ex. Und damit auch schon zum ersten Prinzip für einen erfolgreichen Winter-Arc. Fokus. Klingt zu simpel und ist zu schwer. Vor einem halben Jahr sah mein Abend und mein Tagesablauf relativ so aus. Ich habe mir abends meine To-Dos für den nächsten Tag aufgeschrieben und das ist schon mal der erst wichtigste Punkt. To-Dos aufschreiben, aber das ist relativ basic. Doch den Fehler, wo ich gemacht habe, ich habe zum Beispiel geschaut, was ist wichtig jetzt zu erledigen. Da habe ich gesehen, meine Webseite sieht nicht so gut aus. Die muss ich verbessern. Also aufgeschrieben, keine Ahnung, 3 Monate lang, Webseiten verbessern und die ganz verschiedenen Sachen, zum Beispiel Unterpages, die ich besser gestalten kann, den Header, einzelne Banner, Videos dafür erstellen oder auch zum Beispiel aufgeschrieben, 3 Stunden lang Self-Improvement-Videos schauen, denn die benötige ich ja, um selber besser zu werden. Und der riesige Fehler dabei ist, dass das To-Do sind, die einen Spaß machen und man denkt, die bringen einen weiter und man denkt, man ist produktiv in der Zeit. Ich nenne das Ganze Fake-Produktivität, jedoch für deine späteren Ziele bringt das einen Scheiß. Denn über eine umgestaltete Webseite wirst du keine Kunden generieren, weil einmal müssen dich erstmal Leute kennen. Das machst du beispielsweise per Social Media Marketing. Und zum Zweiten musst du das Ganze auch noch Suchmaschinen optimieren, weil wenn du nur eine Webseite gestaltest, muss man wirklich deinen Namen von der Agentur direkt unter deiner Marke eingeben, damit man auf deiner Webseite landet. Und das machen wirklich die wenigsten, wenn man dich nicht kennt. Und deshalb, wenn du dir Aufgaben aufschreibst, mach das Ganze priorisiert. Damit meine ich zum Beispiel, was ist eine hochpriorisierte Aufgabe? Eine hochpriorisierte Aufgabe ist zum Beispiel Akquise, denn durch Akquise generierst du mehr Kunden, durch mehr Kunden hast du mehr Geld, durch mehr Geld kannst du Mitarbeiter einstellen und im Endrum wächst dann damit auch deine Firma. Soviel zur priorisierten Aufgabenaufschreibung. Das nächste ist, die ganzen Aufgaben, die du dir aufgeschrieben hast, trägst du denn in deinen Kalender ein. Und da kommen wir schon zum, was relativ neu, nämlich das Ganze nennt sich Timeblocking. Damit meine ich, dass du dir zum Beispiel einträgst, für morgen um 8 Uhr bis um 9 Uhr mache ich Akquise Lead Research. Das heißt, ich suche mir potenzielle Kunden raus, die ich dann anschließend kontaktieren kann. Denn ich trage mir dann eine 10 Minuten Pause ein und dann 2 Stunden jeweils oder 2 Blöcke jeweils 1 Stunde Cold Calling und zwischendrin 5 Minuten Pause. Später dann habe ich 1 Stunde ein Meeting und ganz später am Abend mache ich dann 3 Stunden lang Contentplan, den ich am Wochenende aufnehme für meine Kunden. Und der riesige Vorteil daran ist, dass du nicht einfach eine Liste mit 20 To-Dos irgendwo rumliegen hast auf deinem PC oder hier auf dem Schreibtisch, wo du dann nach und nach arbeitest und du denkst, auf was habe ich jetzt am meisten Bock und schiebst die ganzen anderen Sachen immer nur hinterher. Sondern du hast es fest in deinen Kalender eingetragen und beim Kalender hat man ja zum Beispiel, zumindest bei Google Kalender, hat man diese nice Strich, wie man das nennen will, der immer mit der Zeit runtergeht und dann wird dir immer angezeigt, was du jetzt zu tun hast und im besten Fall kommst du denn gar nicht in Versuchung, dich durch dein Handy ablenken zu lassen, weil Ablenkung ist wirklich der größte Tod für Produktivität. Und was mir noch extrem hilft, ist ein Produktivitätsjournal zu führen, weil bei mir ist das Problem, dass
wenn ich Sachen verinnerlichen will, dann reicht es nicht, wenn ich den Kurs auf der Tastatur eintippe, sondern ich muss das Ganze mit Stift auf Papier aufschreiben und anschließend auch durchkreuzen, weil es gibt mir so ein gesundes Dopamingefühl, wenn ich Aufgaben erledige, die ich mir selbst gestellt habe und mir die im Endeffekt etwas bringen. Und wie schon erwähnt, wenn du dir die Aufgaben aufschreibst, hinten dran aufschreiben, was bringen dir diese Aufgaben für dein Ziel in einem Jahr? Und aktuell ist eh eine Zeit, wo ich sehr fokussiert arbeite, ist vor allem im Winter arg und nicht direkt, was es viele vielleicht wundert, so viel Kohle, wie es nur geht, meine Agentur zu schaufeln, sondern meine Agentur läuft gut. Ich kann sie auch skalieren, so ist es nicht. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich möchte ein bisschen vom Agentur-Game aussteigen und auf E-Com wechseln. Und deshalb ist der Fokus jetzt im Winter, meine eigene E-Com-Brand zu entwickeln, die Produkte zu designen, Manufakturen finden, Marketing, den Launch vorbereiten, dass ich am besten Ende des Jahres damit launchen kann. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, um welches Produkt wird es sich handeln? Und dazu werde ich in den weiteren Prinzipien in diesem Video noch mehr erzählen. Genauso noch ein wichtiger Punkt bezüglich der Produktivität und Fokus ist, dass die Sachen, die ich euch gerade eben genannt habe, also To-Dos aufschreiben, priorisieren, Time-Blocking, keine Ablenkung und in Klammern noch Produktivitätsjournal führen, macht nur die halbe Miete aus, dass du wirklich produktiv bist. Weil diese Aufgaben beeinflussen nicht, ob du dich eine Stunde am Tag oder 8 Stunden am Tag fokussieren kannst. Nämlich, das beeinflussen die nächsten Prinzipien, die mindestens genauso wichtig für die Produktivität und Fokus ist, wie die Sachen, die ich dir gerade eben erwähnt habe. Und dazu gehen wir es auch direkt. Als zweites Prinzip haben wir Routinen. Und wir alle haben Routinen. Die Frage ist nur, ob diese Routinen entweder gut unser Leben beeinflussen oder negativ unser Leben beeinflussen. Und vorweg, das Wichtigste meiner Meinung nach ist eine Morgenroutine. Eine Morgenroutine ist einfach die ersten 15:30 eine Stunde eventuell nach dem Aufstehen, was ihr erledigt. Eine scheiß Morgenroutine ist zum Beispiel, dass ihr dreimal euren Wecker ausklingelt oder auf Snooze klickt. Und sobald ihr aufsteht, erstmal eine Stunde lang auf TikTok rumswipet. Das ist wahrscheinlich so die schlechteste, die ihr nur machen könnt. Ihr müsst es aber auch nicht so überkomplizieren, wie es euch die Gurus erzählen, dass ihr aufsteht, 5000 Liegestützen raushaut, dann erstmal 30 Minuten kalt duschen geht, 3 Stunden euch irgendwas durchliest und 2 Stunden meditiert, sondern eine einfache, simple Morgenroutine. Meines zum Beispiel, ich stehe auf, schalte direkt den Wecker aus, richte mein Bett, 15 Liegestützen, anschließend werden 1,5 Liter Wasser getrunken. Dann geht es ins Bad, dann wird geduscht, Zähne geputzt, sich einfach fertig gemacht, logischerweise, und bereit zum Gehen gemacht. Ich habe daran nichts integriert, wie zum Beispiel eine Morgenmeditation oder morgens direkt essen, sondern das passiert alles über den Morgen hinweg. Davor habe ich aber schon gearbeitet, denn die produktivste Zeit ist zumindest bei mir direkt nach dem Aufstehen. Deshalb halte ich die Zeit so kurz wie nur möglich, was ich in dieser erledige, damit ich zumindest wach werde, aber nicht die ganze Zeit damit opfer, irgendwelche Dinge zu erledigen, die ich auch genauso machen könnte, wenn ich nicht 100% fokussiert bin. Natürlich ist sowas wie bei Routinen auch die Arbeitszeiten extrem wichtig. Doch das ist so ein Punkt, der mir auch selber sehr, sehr schwer fällt einzuhalten, denn meine Arbeitszeiten sehen so aus, ich gehe morgens an mein Mac, arbeite laut den Zeitblöcken, die ich mir gesetzt habe. Wenn ich aber zum Beispiel abends länger brauche, dann brauche ich halt 1 Stunde länger, dann gehe ich 1 Stunde später ins Bett. Und natürlich, das ist ein Punkt, den ich unbedingt verbessern muss, aber ich möchte Ihnen trotzdem erwähnt haben, dass ich auch nicht perfekt bin. Ich habe trotzdem von den Sachen, die ich euch hier jetzt zum Beispiel erzähle, noch meine Probleme. Ich halte sie zwar zu 70% ein, trotzdem gibt es doch wie bei allen Verbesserungspotenzial. Genauso solltet ihr euch bei euren Routinen eine Routine setzen für Weiterbildung. Sei es jetzt durch Bücher oder durch YouTube-Videos oder durch Kurse. Ich würde euch nicht empfehlen, euch durch TikTok-Motivational-Videos weiterzubilden, sondern genau durch sowas wie hier ein YouTube-Video, wo ihr euch hinsetzt und wirklich Notizen macht und es nicht nur so nebenbei im Auto schaut und eh wieder 90% vergisst und die anderen 10% implantiert ihr eh nicht in euer Leben. Sondern, dass ihr wirklich YouTube-Videos durcharbeitet, Kurse, genauso Bücher. Wie ihr euch genau weiterbildet, ist euch überlassen, wie es euch am besten gefällt. Ihr braucht nur Zeit jeden Tag, um euch weiterzubilden, denn das ist eigentlich mit das Wichtigste für euer Personal Development. Was genauso wichtig ist, ist eine Abend- und Schlafroutine. Ich kombiniere das Ganze jetzt mal ein bisschen, weil
Das Beste ist, wenn ihr 2 Stunden lang, bevor ihr schlafen geht, nicht mehr an euer Handy seid. Ich glaube, genauso wie ich, niemand wird das von uns einhalten. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es statistisch gesehen, also wissenschaftlich gesehen, das Beste ist und ich kann es auch 100% verstehen. Bei mir ist es so, bei mir ist zumindest die letzte halbe Stunde vorm Schlafengehen so gut wie ohne Handy. Nämlich, ich mache mein Mac aus, davor plane ich noch meinen nächsten Tag, den lease ich, dann mache ich mich bettfertig, also putze Zähne, richte mein Bett her und gehe dann auch relativ direkt schlafen. Also so 20 bis 30 Minuten habe ich ungefähr eine Abendroutine. Aber wie ihr schon gerade gehört habt, die ist nicht aufwendig, irgendwie komplex, sondern wirklich komplett simpel. Und dann geht es um die Schlafroutine. Dazu kann ich ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber sagen, außer dass wenn ihr zum Beispiel Mundatmer seid wie ich, holt euch Mundtapes genauso wie Nasentapes, damit ihr einfach durch die Nase atmet, weil das ist wirklich ein Gamechanger von eurer Energie am nächsten Tag. Und genauso versucht mindestens 7,5 Stunden zu schlafen. Denn wenn jetzt, sag ich mal, eine Woche lang nur 5 Stunden jeden Tag schläft und dann eine Woche auf einmal 7,5, dann werdet ihr wirklich merken, wie eure Energie auf einmal gefühlt dreifach so krass ist um eure Kreativität. Und deshalb sind auch Routinen so wichtig im Winterarc, damit ihr einfach euch an eure Prinzipien hält und auch so eine Sache, wenn ihr eure Routinen einhält, dazu gehört natürlich auch noch sowas wie Gym, genug trinken, gesund essen. Wenn ihr diese einhält, dann stärkt das euer Selbstbewusstsein, denn ihr hört auf euer eigenes Wort und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, ich gehe ab sofort 3-mal die Woche ins Gym. Und das macht ihr eine Woche und danach nicht mehr, weil dann habt ihr euer eigenes Wort gebrochen. Und es gibt wahrscheinlich nichts Schlechteres für Selbstbewusstsein, als ständig sein eigenes Wort zu brechen. Aber apropos Sport, für mich geht es direkt zu den Kollegen und dann sehen wir uns wieder. Yo, so many questions, who do I ask, where do I go from here? What are you smoking, ain't no average girl, my one top tier. What is it now, I stood on business. Prinzip 3, Kontakte pflegen. Du bist der Durchschnitt der 5 engsten Personen, mit denen du dich umgibst. Und dieser Satz ist bekannt, den kennst du schon. Aber vor allem im Winter darfst du deine Kontakte nicht vernachlässigen. Und ja, es heißt im Winter durchziehen, Business, 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 Self-Improvement. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass Kontakte, Freunde, Businesspartner auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle in deinem Leben spielen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, das ist einer der Punkte, an denen ich selber noch mit Abstand am meisten arbeite. Denn ich bin so jemand, wenn ich mal durchziehe, dann kann es doch mal sein, dass ich mich einen Monat lang nicht mit Freunden triff oder connecte oder großartig call, sondern einfach nur alleine vor meinem PC bin und durchziehe. Und allgemein, ich bin eher die Person aktuell, wo andere Leute auf mich zukommen, statt ich auf andere Leute. Und das will ich vor allem ändern. Und da bräuchte ich auch gar nicht scheuen davor, irgendwie in Online-Paid-Communities zu gehen. Klar, die Communities sind im Endeffekt ein Scam, weil man connectet sie. Also ich benutze diese Communities nur, um mich mit anderen Leuten zu connecten. Die Kurse darin sind mir relativ scheißegal, wenn ich ehrlich bin, weil dieselben Informationen bekommst du 90% der Fälle auch durch YouTube-Videos, wenn du ein bisschen schaust. Aber man muss auch ehrlich sagen, das Connecten ist schon sehr, sehr krass. Also scheut euch nicht davor, mal ein paar Euro in irgendwelche Online-Communities zu investieren. Ich glaube, ihr checkt an dieser Stelle, was ich meine. Und für mich geht es erstmal los zu den Kollegen, denn der Abendlauf steht an. Wir haben jetzt hier kurz vor 23 Uhr und ich weiß, im Winter benutzen viele als Ausrede, dass sie in der Massephase sind. Trotzdem heißt es aber, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Und selbst ich habe hier 0 Joggingklamotten. Ich laufe mit irgendeiner Jacke, eine Jogginghose. Aber trotzdem ziehe ich durch und benutze ich als Ausrede, dass ich einfach nächste Woche joggen soll. Und genau das macht den Unterschied, dass man nicht wartet auf die perfekte Jahreszeit. Denn im Endeffekt gewinnt der, der durchgehend durchzieht. Und die meisten Menschen, die einfach im Frühjahr nächstes Jahres bereiten sie sich, merken sie, ah ja, der Sommer steht an, ich will ein nice Sixpack für die Girls haben und trainieren dann 2 Monate lang ihren Bauch und im Winter ist wieder Massephase angesagt. Trotzdem aber, aktiv bleiben ist der Key und auch hier um 23 Uhr im Regen wird durchgezogen. Bei euch auch, egal ob es Gym, Laufen, Homeworkouts oder irgendwie in euren Lieblingsverein ist, einfach durchziehen und jetzt steht der Lauf an. Denkst du, für mich ist es Gewohnheit, um 23 Uhr nachts draußen im Regen, im Dunkeln joggen zu gehen und davor auch noch eine Ansprache im Dunkeln zu machen, während mich jeder zuhören kann? Also für mich zumindest nicht. Aber wie man sieht, ich habe es durchgezogen und lebe immer noch.
Und genau so stärkst du dein Selbstbewusstsein, indem du Dinge tust, für die du normalerweise nur irgendwelche Ausreden finden würdest, dafür, dass du sie nicht tun musst. Wie zum Beispiel dein Crush ansprechen, ins Gym gehen oder einfach nur ein TikTok-Video von dir selbst hochladen oder wirklich die wirklich simpelsten Dinge jemand anderes um den Gefallen bitten. Und bei mir ist es genauso. Und ich bin dir ganz ehrlich, für mich ist es auch out of the comfort zone, eine komplett eigene E-Com-Brand zu gründen. Klar, ich bin schon an 2 bis 3 beteiligt. Man muss aber sagen, eine Beteiligung in Form zum Beispiel vom Marketing ist etwas ganz, ganz anderes, als eine eigene von Grund auf aufzubauen mit eigenem Product Research, eigenem Manufacture Research und Zusammenarbeit und das Ganze auch noch zu vermarkten und zu verpacken. Und ich bin auch nur Mensch. Ich habe auch Overthinking, wie zum Beispiel, dass ich mir denke, was ist, wenn niemand meine Produkte kauft? Oder ist es wirklich das Produkt, für das es eine groß genug Zielgruppe gibt und ist denn nicht zu klein? Oder wann ist der perfekte Release-Date? Doch, das alles in dem Grund genommen nur Ausreden, um es vor sich hinzuschieben, weil man selber Angst hat zu releasen. Man ist stolz darauf zu releasen, man hat aber Angst vorm Scheitern. Und genau darum geht es, dass man Dinge tut, die out of the comfort zone sind. Und meistens hängt es wirklich damit zusammen, dass man Angst hat vorm Scheitern. Wie beim Frauenansprechen, man hat Angst, abgelehnt zu werden, ins Gym gehen. Einmal natürlich, man ist einfach zu faul, da gibt es auch genug, aber man hat ebenso Angst, dass andere einen im Gym beglotzen, was wirklich nicht der Fall ist. Genauso bei TikTok hochladen, man hat die Angst, dass man in der Schule dafür gemobbt wird, was vielleicht anfangs passiert, aber damit muss man einfach leben. Man sieht ja an mir, was am Ende dadurch passieren kann, wenn man nur vereinzelte Daily Vlogs hochlädt, worauf ich ein ganzes Business aufgebaut habe und genauso auch schon damals mit 11 Jahren angefangen habe, wie ich mich damit weiterentwickelt habe, Referenzen gesammelt habe und klar, ich wurde auch mit 11 in der Schule gemobbt. Und natürlich war das nicht die geilste Zeit, aber es war der Grundstein dafür, dass ich heute an diesem Punkt stehe, an dem ich heute stehe. Und genau darum wird es bei meiner Brand sich handeln, nämlich gehe ich in die Nische mit meiner E-Com-Brand Self-Improvement. Und dort habe ich verschiedene Unterkategorien, für die ich Produkte entwerfe, die einen in dieser bestimmten Ebene seines Lebens oder Kategorie weiterhelfen. Ich kann schon mal leaken, dass der erste Themenbereich Produktivität sein wird. Also Produkte, die hilfreich sind, sodass du produktiver werden kannst und ich kann es am besten bezeugen und ist auch wirklich so ein Produkt, was ich mir früher gewünscht hätte, weil wie schon vorhin im Video erwähnt, habe ich damit selber Probleme, einmal produktiv und fokussiert zu sein, früher noch viel stärker als jetzt, jetzt würde ich sogar sagen, bin ich ziemlich gut darin, jedoch wirklich produktive Aufgaben zu nutzen oder zu erledigen und nicht Aufgaben, die nur Fake-Produktivität sind, dass du deine Zeit gefüllt hast und nicht produktiv fühlst, sondern wirklich Aufgaben, die dich weiterbringen. Und wenn du auch noch erfahren willst, um welche Produkte es sich handeln wird, würde ich sagen, macht es Sinn, direkt den nächsten Vlog zu schauen, der in ein paar Tagen online kommt auf meinen Kanal, denn ich habe mich entschieden, dass ich die komplette Reise meiner E-Com-Brand von der Gründung bis zum Release mitvloggen werde und werde versuchen, jede Woche einen Update-Vlog hochzuladen. Deshalb, wenn du dich dafür interessierst und dir allgemein das Video gefallen hat und du mehr so Self-Improvement-Tipps hören willst, dann lohnt es sich zu folgen und in ein paar Tagen den nächsten Vlog sich zu gönnen. Und damit würde ich sagen, ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag oder Woche und vor allem eine produktive und viel Spaß und Erfolg im Winter.